Alles klar, 4 Quicktime-Events am Stück. Das ist nicht ohne. Es geht wieder los mit der Pimmelbahn. Go Vacation auf der Switch! Hut's an der Plattform! Switch Go Vacation. Es geht natürlich auch weiter in Videoform. Und ich werde jetzt erstmal, denke ich, obwohl, ja doch, gehen wir wohl immer wieder, keine Streams mehr machen von Go Vacation. Erstmal. Was erstmal heißt und so weiter, das werde ich euch dann schon sagen. Grund ist der, ich habe jetzt momentan eine recht harte Zeit vor mir, also in Sachen Lernen, Uni und so weiter. Und die Speedruns, die schlauchen mich schon ziemlich stark. Und ich bin danach schon ziemlich fertig und ich möchte erst wieder Speedruns machen, wenn ich mit den Prüfungen durch bin. Das wird wahrscheinlich erst Februar sein, aber vielleicht streamen wir ja vor und machen was anderes außer Speedruns. Aber wie gesagt, Speedruns an sich werden wahrscheinlich erst wieder im Februar sein. Werden wir dann mal sehen, wie wir es machen. Aber ich möchte mich echt jetzt nicht großartig, ja, ich will mich jetzt nicht großartig kaputt machen mit den Speedruns. Mari, willkommen back to our nice orienteering. Achtung, hier kommen die Infos. Okay, Gleitschirm, Schneemobil und Stadtball. Okay, die drei Sachen können wir machen. Machen wir nicht in diesem Part. Na, sieht aus, wenn du ein Orientierung von euch abschließt, erhältst du viele Punkte. Der wird bestimmt richtig Spaß machen. In dem Part machen wir das aber nicht, denke ich. So. Wir wollen heute erstmal los zum Angeln. Und zwar zum Angeln auf der anderen Seite. Da drüben beim, bei der Brücke zum Schloss Shanghai. Im letzten Stream haben wir einiges Tolles erlebt. Wir haben tatsächlich auch Nessie gesehen, also das Ungeheuer von Loch Ness und einige Sachen. Also schaut gerne den Stream an. Den habe ich jetzt auch hier oben verlinkt. Und die anderen Streams auch ganz cool so anzuschauen. Ja, entschuldige, ich wollte dich erschrecken, aber ich habe gerade die Leute beobachtet. Genau gesagt, die Leute, die Fische beobachten. Ja, sehr. Haben sie die Fische angetan. Du meinst, da angeln nicht wahr, damit viel Spaß. Es gibt nur eine wichtige Regel hier auf der Kauinsel, der drücken wir kein Auge zu. Jeder gefangene Fisch wird wieder freigelassen. Also denk nochmal dran. Denk noch nicht mal dran, wie lecker unsere Fische schmecken könnten. Wenn du diese Regel verfolgt, kannst du viel angeln, wenn du möchtest. Viel Spaß. Wir bleiben lieber hier und feuern an, Mui. Dann sagen wir es so, ich esse keinen Fisch. Ich bin kein Fischesser. Und deswegen habe ich kein Problem mit dieser Regel. So, wir schauen mal an, wo sind wir hier? Alpines Angeln sind wir gerade. Das ist, okay, Seemitte, Wasserfall, Talbecken. Ich weiß nicht genau, wo wir hier gerade sind. Aber, warte mal. Schließe Angelplatz ab. Okay, cool. Wir schauen mal kurz hier, was hier wir alles hätten. Wir sind wahrscheinlich hier in der Seemitte, oder? Denke ich jetzt mal. Wüsste ich jetzt sonst nicht, wo es sonst sein sollte. Schauen wir mal. Und ja, die Parts werden weiterkommen jetzt. Vor allem jetzt in der Zeit, in der ich wahrscheinlich eher nicht streame. Also es heißt nicht, dass ich nicht streame, aber ich werde wahrscheinlich eher kein Go Vacation streamen. Vor allem auch die Duelle sind hart und mal sehen, wie es in den Streams weitergeht. So, erstmal angeln wir. Wir sind hier wahrscheinlich in der Seemitte. Sieht ganz so aus. Wo es nicht ganz die Mitte ist, ist ja auch egal. Wir angeln. Ich spiele wieder mit dem Pro Controller heute. Mit dem bin ich eigentlich ganz gut momentan geworden. Reiten tue ich jetzt nicht unbedingt so gerne mit dem, also wenn es um Zeit geht. Aber an sich doch. Mit dem Pro Controller geht das schon relativ. So gut wie in Go Vacation für die Wii finde ich die Steuerung zwar sowieso nicht. Aber es ist okay. So, was haben wir denn hier? Hatten wir denn nicht schon? Doch eine Regenbogenfalle, die hatten wir noch nicht. Cool. Dann schauen wir mal dahinter vielleicht. Da hinten sieht es nach einem großen Fisch aus. Vielleicht bekommen wir den. Wow, der ist gerade ein bisschen geklitscht oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber der Wurf war gut. Er scheint unseren Köder gesehen zu haben. Dann schauen wir mal, ob wir ihn schnappen können. Ja, er hat ihn erwischt. Wir müssen warten, bis es aus Wurzeln kommt. Jetzt! Okay, ausgezeichnet. Dann holen wir ihn mal an. An Land, beziehungsweise an unser Boot. Aber schauen natürlich, dass unsere Angelleine nicht reißt. Das ist erstens sehr teuer und zweitens auch sehr ungünstig. Okay, jetzt haben wir ein kleines Event. Quicktime-Event heißt es so schön. Ein Kurzzeit-Event. Okay, noch eins. So, ist aber nicht so heftig. Das schaffen wir. Ups, noch eins. Okay, ich war ein bisschen überfordert, dass es noch eins gab. Noch ein drittes. Uiuiui. Also der Fisch hat es anscheinend in sich. Ein viertes. Alles klar. 4 Quicktime-Events am Stück. Das ist nicht ohne. So. Das hier.
Aber der ist echt nicht ohne. Also da muss man echt aufpassen, dass wir das da nicht hier alleine reißt. Da können wir auch gerade nur so einmal drücken vielleicht. Weil sonst... Wir wollen nicht den Fisch verlieren hier. Der sieht ziemlich cool aus. Und wahrscheinlich auch ziemlich selten. Schauen wir mal. Und groß sowieso. Schauen wir mal, bekommen wir ihn jetzt schon. Einmal noch wahrscheinlich. Noch nicht ganz. Lieber langsam, aber dafür sicher. So, jetzt haben wir ihn. Was haben wir denn? Der ist ein riesiger Brocken. Was ist das für einer? Ein Nidelbarsch. Den hatten wir auch noch gar nicht. Sehr cool. Wie wäre es denn jetzt mit der anderen Seite? Gibt es noch irgendwas? Wieder mal dahinter zu diesem Stein. Vielleicht sind wir. Aber schön, wie man schon das Fanghaar da sieht. Gefällt mir ganz gut. Da hinten rechts war noch ein großer Fisch. Ich will mal schauen, ob wir es schaffen, ne? Dass wir vielleicht den noch bekommen. Er scheint aber nicht zu schwer zu sein. Ich muss natürlich schauen, dass wir nicht zu viel spammen, dass nicht die Angelschnur reißt. Aber doch, den bekommen wir in der Zeit noch, denke ich. Aber es gibt auch Quicktime-Events für den. So, eins. Das Quicktime-Events sind eigentlich ziemlich gut, weil dann kommt er immer 5 Meter ran. Dann bekommen wir so einen 5 Meter Bonus. Das ist eigentlich ganz gut. So, und jetzt haben wir den Fisch. Auch! Der kommt mir neu vor. Was ist das für einer? Ein Lachs, oder? Wie eine Forelle. Okay, ich kenne mich nicht aus. Ich ging dazu in einem Part vor kurzem, wo ich gesagt habe, ich werde Fischkenner. Na, da ich kein Fisch esse, kann ich mich auch nicht so gut aus. Ich habe auch keine Ahnung, wie die schmecken. Fischstäbchen gehen zwar noch klar, oder Fischfilet oder was Kleines, aber ich bin eigentlich kein Fischesser. Ich kann mir oben abstimmen, ob ihr Fisch gerne esst oder nicht. Okay, der ist ja winzig, der Fisch, den bekommen wir noch. Aber den hatten wir den schon? Ich weiß gar nicht. Eine Karausche. Doch, die hatten wir schon. Gut, die Zeit ist jetzt vorbei. Dann können wir mal hier noch gegen die Wand werfen vielleicht. Ja, der Typ, der da drin sitzt. Geil. Denken sie so, ja, ich bekomme mein Geld, weil ich hier den hier rausgefahren habe, aber jetzt schwimmt mein Leben. Schade, dass wir den nicht angeln können da im Boot. Das wäre schon irgendwie lustig. Gut, ich würde sagen, wir haben das geschafft. Haben wir schon abgeschlossen gleich? Wir haben jetzt hier zwei Sachen, also Nidelbarsch und hier Regenbogenforelle. Die waren ja gar nicht ohne. Wir haben es abgeschlossen, sehr schön. Wahrscheinlich wegen den Punkten, ne? Wir schauen jetzt aber trotzdem erstmal hier. Also Nidelbarsch war echt selten. Forelle sogar seltener als Regenbogenforelle, krass. Okay. Dann gehen wir jetzt mal ins Menü. Und schauen mal, was uns noch fehlen würde. Also wir sind jetzt hier wahrscheinlich in Seemitte, denke ich. Alpines Angeln, das ist jetzt das Angeln im Resort, im Bergresort. Und dann schauen wir mal, vielleicht bekommen wir jetzt beim zweiten Versuch vielleicht noch ein paar Fische. Hallo, bist du ja wieder. Welche Fischarten sind gekommen? Oh, neuer Rekord. Weiß jemand Fische? Ich wollte eigentlich gar nicht aufhören. Ich wollte eigentlich nur ins Hauptmenü. Egal, dann sprechen wir aber noch mit ihr. Aber diesmal skippe ich den Text mal, weil den kennen wir ja schon. Oh, sie sagt was anderes. Okay, sag was anderes. Du, stehen bleiben, versteck dich nicht. Du bist doch ein Fischfanatiker, oder nicht? Oh, mal sogar zu uns. Für mich sind Fische das Allergrößte. Was genau gefällt dir denn an besonders an Fischen? Wie sie Fassen bewegen oder wie sie aus dem Wasser springen und dabei im Sonnenlicht schillern? Ja, oder? Jedenfalls gefällt mir das. Der Haken ist der Sache daran, dass man... dass nicht alle meinen Enthusiasmus teilen. Geniale Wortwahl, was? Enthusiasmus. Enthusiasmus. Ich kann gar nicht reden. Enthusiasmus. Das mit dem Haken meine ich. Passt doch gut zum Angeln, nicht wahr? Ja, wir bleiben lieber jeden Fall an, wo ich... Okay, wir schauen mal, dass wir mit dem Angeln das hinbekommen. Aber wir haben jetzt schon einmal geangelt. Vielleicht bekommen wir nochmal neue Fische. Wir schauen hier. Wir haben jetzt Regenbogenforelle und den Nidelbarsch. Egal wo gibt es die beiden. Okay. Alles klar, also diese Übersicht ist auch nicht wirklich sinnvoll. Also kommt mir so vor, dass sie nicht wirklich klappt. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. So. Angle möglichst viele Fische innerhalb der Zeit. So, diesmal gehen wir mal zur linken Seite. Vielleicht gibt es andere Fische als auf der rechten. Wissen wir nicht. Wir können auch mal einen ganz kurzen Angelding oder eine ganz kurze Angel auswerfen. Aber das will ich ja eher am Schluss machen, wenn wir Zeitprobleme haben.
Okay, Quicktime Event. Kommt der her? Das müsste reichen. Na, noch nicht. Jetzt kommt noch ein Quicktime Event. Okay. Wieder 5 Meter näher. Vielleicht schaffen wir 4 Fische. Ist nicht gut. So, haben wir den schon? Das ist doch, glaube ich, auch so eine Art Forelle, oder? Den Hecht war das diesmal, okay. Dann nicht mal den großen hin. Obwohl wir eigentlich schon Großeich haben. Also das Knabbern sind meine Meerschweinchen nicht, dass ihr euch wundert, was das für Geräusche mit der Front sind. Ich hoffe, es stört nicht. Oh, so ein kleiner, sehr schön. Den wollte ich haben. Ich glaube, den haben wir noch nicht. Oh, es ist wieder die Karausche. Okay, der widersetzt sich gar nicht. Das ist doch ein Fisch. Oh nein, das ist kein... Was ist das? Ein Fußball? Nein, ein Algenball. Ja, nicht schlecht. Das hatten wir schon. Der hat sich gar nicht widersetzt. Cool, ein Algenball. War ich mit Fußball gar nicht so schlecht dran. Schauen wir mal, was es hier noch gibt. Ja, ja. Na, ja, komm. Jetzt, sehr schön. Hoffentlich nicht noch ein Algenball. Nein, eine Karausche. Okay. Aber eine neue, längere Karausche, alles klar. Machen wir mal da links nochmal hin. Die Punkte haben wir schon, die wir brauchen. Ups, leider noch nicht anziehen. Komm, Fisch, sehr schön. Kommst du? Noch einmal. Noch einmal. Bist du jetzt dran? Noch nicht. Okay, der ist ja zögerlich. Ein Verzögerungsfisch. So, bekommen wir den. Ja, auch ganz easy. Was ist das für einer? Ein Ehrenfisch. Ein, oder, ja, auch Ehrenmann genannt. So, aber in Fischform. Ein Ehrenmann in Fischform. Hübsch. So, kommt jetzt hier auch einer? Es glitzert hier so schön, da muss auch einer kommen. Genau. Ja. Jo. Jo. Kann sie ruhig festhalten, ich bin eigentlich ganz lieb. Ich lasse sie eh wieder frei. Aufpassen. Aber den bekomme ich schon. Er ist ein bisschen größer jetzt als hier gerade eben als Ehrenfisch oder dieser Algenball. Oh, sogar ein Quicktime-Event. Er schaut sogar raus, ist aber eine Forelle, soweit ich weiß. Ne, ist das eine normale Forelle oder Regenbogen? Eine normale Forelle, alles klar. Machen wir noch einen kurzen Wurf, weil ich nicht weiß, ob wir den sonst schaffen. Kommt da auch noch ein Fisch? Ja, da kommt auch noch einer. Nett. So, komm. Schaffe das halt ich noch. Ich hoffe es. Ja. Komm ehrlich. Okay. Noch eine Makrele nehmen das. Ein Ehrenfisch mal wieder. Okay, gut. Ich glaube, ich schaffe nicht nochmal einen, oder? Probieren wir jetzt mal. So, jetzt. Beiß an. Kommt einer, kommt einer. Komm ehrlich, wirklich. Schaffe das. Schaffe das. Nice, den haben wir noch. Ein wieder ein Ehrenfisch. Alles klar. Also kann man echt viele Punkte machen, wenn man den ganzen Zeit diesen Fisch sich holt, der genau vor dem Boot ist. Nicht schlecht. Gut. Wir haben jetzt hier neue Sachen. Karausche. Er hat die Karausche nicht vor. Schon wahrscheinlich ist es eine größere Karausche. Ein Ehrenfisch und ein Algenball. Okay, sieht doch ganz gut aus. Punktzahl geht auch klar. Wir schauen uns aber das Ganze nochmal an. Und vielleicht, ja, doch. Schauen wir das Ganze mal an. Egal wo, Seemitte, der Algenball, okay. Dann hätten wir hier nur noch einen Seemitte, nee, zwei noch Seemitte. Oder? Nee, drei hier oben noch, okay. Drei Seemitte noch. Gut, Seeufer auch noch einen. Aber das stimmt, wie gesagt, nicht so genau. Und das Wasserfall Talbeck müssen wir noch suchen. Ich weiß gerade nicht genau auswendig, wo das ist. Aber das werden wir schon noch finden, denke ich mal. Vielleicht suchen wir das im nächsten Part. Und versuchen es. Also wir suchen es oder versuchen wir es noch. Also so ein Doppelaufgabe im nächsten Part so ungefähr. Gut, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Mit dem Angeln. Nächstes Mal angeln wir mal wieder.
Ah, du bist ja wieder. Wie lief's denn so? Welche Fischarten sind hier untergekommen im Bergresort? Gibt es 3 Angelplätze. Wie hast du, wenn du sie alle aufsuchst? Moment, das war doch ein neuer Rekord, Mari. Wer weiß denn jemand mehr über Fische als ich? Na, ich habe einfach eine Angel ausgeworfen und dann kamen halt ein paar Fische. Also, ich habe ja nicht viel gemacht, ehrlich gesagt, aber okay. Gut, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben und ihr sagt, dann ciao. Hi, Erzigerflieg. Tschüss.